Liebe Freunde, willkommen zurück. Und jetzt heißt es, ja, Ruck an die Kehle zu gehen. Rechtschaffen gut angreifen. Deine Worte werden dich nicht retten, Monster. Valerie, wir dürfen so gefährliche Tiere nicht in unserem zukünftigen Land leben lassen. Tötet das Monster. Ja, rechtschaffen gut. Hat dir mit Sicherheit gefallen. Raruk, gut, ich liebe frisches Fleisch. Lass wir mal sehen, wer hier wen auffleischt. Oh je. Hochmut kommt vor dem Fall. So, Kampfbeginn, Pause. Die Wölfe stürzen sich. Ah, zumindest zu zweit auf Elras. Das heißt, Elras wird eine verteidigende Haltung einnehmen. Achim wird sofort einen Heilzauber wirken. So. Dauert 5,5 Sekunden. Fast eine ganze Runde. Eine Runde beträgt ja 6 Sekunden. So. Dann hier mit verteidigender Haltung. Na gut, direkt auf den Großen. Der wird wahrscheinlich sehr viel aushalten. Mal schauen. Kriegen wir da Informationen angezeigt? Okay. Der hat praktisch Klasse oder Stufe 7. Der hat 4 Punkte in magische Bestie und 3 in Barbar. Der hat Stärke 21, Geschicklichkeit 19, Konstitution 17. Heftiger Angriff. Tödliche Kampfhaltung, Kampfrausch. Der wird richtig wehtun. Hoffentlich wandelt er uns nicht. Damit die Möglichkeit haben, dagegen zu heilen. Fertigkeiten: 16 Wahrnehmung, 11 Heimlichkeit. Bei Vorks handelt es sich um übergroße, böse und intelligente Wölfe, die man oft in Gesellschaft von Goblins und anderen wilden Völkern antrifft. Ein typischer Vork hat graues oder schwarzes Fell, eine Schulterhöhe von etwa 3 Fuß und wiegt um die 300 Pfund. Vorks jagen im Rudel und kreisen ihre Beute wie gewöhnliche Wölfe ein. Aber durch ihre Intelligenz und der Fähigkeit zu sprechen sind sie besser in der Lage, ihre Angriffe zu koordinieren. Manchmal setzen sie ein Mitglied des Rudels als Köder ein. Dieser ruft um Hilfe wie ein Humanoid, der in Schwierigkeiten steckt, um intelligente Beute in einen Hinterhalt zu locken. Sind Vorks mit Goblins unterwegs, erlauben sie ihnen oft, auf ihrem Rücken zu reiten. Aber in solchen Situationen ist normalerweise nicht der Reiter der Meister, sondern der Vork. Krass, Leute. Krass. Und hier haben wir ein Stufe 2 Tier. Ein ganz normaler Wolf. Ja, es macht wahrscheinlich Sinn, erstmal die zwei Wölfe rauszunehmen. Kleinern. Bringen können wir ihn da aber wahrscheinlich auch nicht. Wir können wieder Kampfrausch einsetzen. Und Sturmangriff. So, dann geht ihr doch mal mit Sturmangriff auf den Wolf. Der Lindsay greift auf jeden Fall sofort Monster beizaubern. Also da werden wir jetzt nicht wählerisch sein. Ja, die Flanke. Lied anstimmen, Lied des Mutes, Monster beirufen. Okay, geht nicht beides gleichzeitig. Und Harem nochmal bestätigen. Heilen. Dann haben wir ja alles gemacht und los geht's. Uiuiuiui, da kam noch ein getarnter Wolf. Eieiei, Safe Scam, Leute.
Weiß nicht, ob das funktioniert. Heiltrank und das. Ja, Elras ist down. Kampfmanöver zu Fall bringen gegen Elras ein. Per MV des Heals 21. Aber er hat leider selber einen Modifikator von plus 14 und eine 12 geworfen. Angriffsmodifikator 18, Wurf 6, Rüstungsklasse 22, ja. 20 Schaden. Ah, sieht übel aus, Leute. Ich noch mal alle heilen. Ja, hier der kleine Wolf macht mit, aber wir haben keine Chance, glaube ich. Das muss man einfach so sehen, wie es ist. Wir haben überhaupt gar keine Chance. Ja gut, sagen wir so. Der große Wolf Level 7, wir sind gerade mal Level 2. Ja. Muss man anerkennen, ja. Ich glaube auch nicht, wenn wir da jetzt, nicht da jetzt 10 Versuche starten würde, dass wir es schaffen würden. Ja, hier. Na gut. Da sind die kleinen Wölfe, die besiegen wir nochmal. Wird ja kein Problem sein. Nahkampf. Nahkampf. Auch Nahkampf. Oh, auch Nahkampf. Und Focus Fire. Einmal drauf. Solid plan. Galerie defensive Haltung, okay. So viele Fehlschläge, ah. Okay. Einmal häuten, nichts gefunden. Und da ging es halt dann zur offenen Welt. Da oben ist halt der böse Wolf. Ah, darf man eigentlich nicht. So, wir gehen noch einmal zurück. Und Harem halt einmal die ganze Gruppe. Oh, was war das denn jetzt, ja? Ein TP. Ein der 6 Punkte Schaden, na okay. Hat er eine 1 gewürfelt. Ach so, die Banditen haben wir auch noch gar nicht. Die Banditen hatten wir übersprungen. Banditen, Nekromant. Und da hinten halt die Höhle. Irgendwo. Hier. Gross.
darkness awaits us. Wir finden mal was Besseres. Okay. So. Formation. Hinze nach hinten. Dann nach vorne. Eigentlich könnten wir ja... Ja, okay, die da vorne haben ja schon am meisten TP. Schon Sinn. Machen wir es so. So. Einmal alle auswählen. Oh, da ist sogar noch ein vierter. Ins direkt so ein Monster bei Zaubern. So. Boah. Erschrecken. Verdammt. Und ich habe das Mutlied nicht angestummt. Harem alleine hier. Aber die ist schwierig, krass. Heiltrank. Harem ist down. Okay. Ja gut, wir versuchen das. Wir sammeln ja auch Erfahrung. Eieiei. Okay. Ich kann nicht mal den einen Banditen hier dauern. Einmal schauen, was sie für eine Stufe haben. Stufe 2 Kämpfer. Ja gut, wenn der uns hier nicht erschreckt hätte. Stufe 3 Magier. Ja, wir sind ja erst Stufe 2. Ah. Stufe 2 Kämpfer. Na gut, wir müssen halt das nochmal laden. Gleich. Jeden Moment. Oh. Ja. Dann ein neues. Impossible. Wieder Schaden erlitten. Heißt Arem. Kommt zum Einsatz. Okay. Wenn wir jetzt direkt das Lied anstimmen.
Beginn des Kampfes. Kriegen wir keine Informationen angezeigt. Ui! Oh, ich wollte mit dem Auge arbeiten und dann haben wir jetzt angegriffen. Naja gut, okay, also. Gibt es Mutes auf jeden Fall. Und die Kreatur herbeirufen. Ja, und der Rest. Geht schrittweise nach vorne. Achim, hier die Fähigkeit einsetzen. Der Banditen-Nekromant 3,4 und Linzen sollte ja dann gleich die Kreatur beschwören, also den Hund, und dann uns Mut machen. Ein Mini-Bandit. Oh, der ist schon mal down. Ja. Vielleicht soll ich mal im rundenbasierten Modus spielen. Elras erschüttert. Der läuft zumindest nicht weg. Dann haben wir hier noch Alchemistenfeuer. Wir sehen an den Kreisen, ob die getroffen werden oder nicht. Ah, so werden die beide getroffen. Hallo? Machen bitte. Und keine Bestätigung. Ach, der kann wegen erschüttert jetzt nicht den Trank werfen? Doch. Er muss ein Ziel auswählen und dann kann ich einfach auf den Boden werfen. Ah, und dann würde man halt nur einen treffen. Ist gerade alleine, defensive Haltung. Ja, nicht alleine, da ist ja noch Harim. Okay. Trotzdem defensive Haltung. Hat er den noch geworfen, den Trank? Na gut. Und das war's. Kritischer Treffer 28. Ja, aber nicht tot. Ja, okay, da kommt der Rest. Achim ist down. Und spielst du immer noch keine Musik? Ich weiß nicht. Und hier drei Aufladungen. Ach, wurde sie, bevor sie das Monster herbeigezaubert hat, davon schon wieder davon abgehalten. Jetzt haben wir noch zwei. Einer davon ist der Nekromant. Die zwei sind innisch tot, wir werfen Heiltränke rein. Ansturm. Amiri. Nein. Spiel doch die Musik. Komm.
Amirian-Sturm. Ja, sehr gut. Oh je, das war gut. Ja, 30 Schaden. Kritischer Treffer. Ja, kritischer Treffer mit so einem großen Schwert ist natürlich gut. Aber sie hat nur eine 19 gewürfelt und trotzdem war es ein kritischer Treffer. Bis 20 ist ein kritischer Treffer, okay. Also eine 10% Chance auf einen kritischen Treffer. Okay. Mit dem Bogen nur bei einer 20, mit dem Schwert 19 bis 20, kritischer Treffer. Jetzt haben wir nur noch einen Banditen. Wir werden danach mit Sicherheit rasten. Ich beschwöre nochmal die Kreatur. Miri kann noch einen Trank reinwerfen. P stark. Was hat er denn für ein... Er hat gar keinen Modifikator, doch ein plus 5. Umstände plus 2 in die Zange nehmen. Aber Grundangriffsbonus plus 0. Lied des Mutes gibt nochmal plus 1, auch beim Angriff. Ja, komm. Noch ein Hund. Geh mal ein bisschen nach vorne. So, jetzt zwei. Ihr greift die Linzi an aus der Entfernung, obwohl er im Nahkampf. Obwohl er im Nahkampf angegriffen wird, okay. Nein, muss. Kann Valeria hier aus der defensiven Haltung raus. Boah. Echte Wunde heilen bei sich selbst. Wow, Leute. Einfach nur wow. Ja, Schriftrolle, Schutz vor Chaos. Ablenkungsbonus plus 2 auf seine RK und seine... Ein Resistenzbonus von plus 2 auf Rettungswürfer. Kampfstab. Leichte Armbrust. Heiltrank. Alchemistenfeuer. Zweimal Armschienen. Nicht identifiziert. Bier. Mehl. Met. Schwere Armbrust. Langschwert. Leichter Schild. Schuppenpanzer. Kompositbogen. Kurzschwert. Schokolade, Bein, Kurzbogen, Dolch und beschlagenes Leder, ja. Und da hinten gibt es noch mehr. Lederrüstung, nicht identifiziert. Goldener Tand.
Leichte Wunden heilen, Milch, Mehl und Bier. Milch. Ja, Lager aufschlagen. Wie ich in absteigender Reihenfolge. Ja, wir sind schwer beladen. Ja, Gruppengeschwindigkeit gilt aber nicht im Kampf. Die Reisegeschwindigkeit wird reduziert. 67% und Erschöpfungsphase nach 8 Stunden. Ablegen. So, wir sind jetzt wieder auf Mittel. Auch vielleicht kommen wir, denke ich mal, nicht. Okay. Okay, der Bogen, der wiegt nur 3 Pfund, also damit kämen wir bei Valerie nicht auf leicht. Leichte Armbrust wiegt 4. Wären wir auch nicht bei leicht bei Harem. Ohne die Armbrust. Segnen, ja, der sollte dann auch segnen. Ja. Wir können noch einen weiteren Zauber lernen. Au. Vorbereitete Zauberkleriker können jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Beten oder Zaubern der Stufe 0 vorbereiten. Sie werden genauso gewirkt wie andere Zauber, sind danach aber nicht verbraucht und können erneut eingesetzt werden. Ah, okay. Nochmal ein Cut. Dann gleich. So. Also, wir können hier bei Kleriker Stufe 1 zum Beispiel Furchtbannern reinnehmen. In den dritten Slot. Und dann wird gesagt, ausruhen, um Zauber zurückzuerhalten. Und Furchtbannern wäre halt gerade genial gewesen. Alle Verbündeten innerhalb von eines 30-Fuß-Radios zentriert auf Zielkreatur in nächster Umgebung. Ja. So. Und du wächst in deinem Ziel Mut und gewährst ihm 10 Minuten lang einen Moralbonus von plus 4 gegen Furchteffekte. Steht das Ziel bereits unter dem Einfluss eines Furchteffekts? Wenn es mit diesem Zauber belegt wird, wird der Effekt für die Dauer des Zaubers unterdrückt. So, also gerade unsere ganzen, die geflohen sind, die hätten wir damit alle sofort wieder in den Kampf schicken können. So verstehe ich das zumindest. Und Segnen hätten wir sowieso vorher ausführen können. Ja, also es gibt hier noch einiges. Oder besser gesagt, sehr vieles zu lernen und zu verbessern. So. Haben wir das auf jeden Fall gemacht. Und bei der Baden und Hannes zaubern. Da können wir von denen, denke ich mal, einfach 3 in beliebiger Kombination ausführen. Ja? Kennen wir auch schon. Diese Sprüche, die kann man beliebig oft ausführen. Und das ist ja hier göttliche Führung. Vielleicht könnte man vor solchen, ja, so Fallen
Entschärfen oder solchen Dingen auch hier göttliche Führung von Harim einsetzen. Ja. Und die anderen haben ja keine Zauber. Ja. Okay. So, dann haben wir das. Und werden jetzt natürlich rasten. Lager aufschlagen. Keine Feinde in der Nähe. So. Verwalten. Auf die Jagd gehen, kochen, Lagertarnung. Hier. Wache. Ja. So. Dann mal los. Achso, Ruhepause auch beginnen. Amiri, wie es aussieht, war Tartuccio nicht wegen des Hirschkönigs hier. Ich weiß zwar nicht, was er vorhat, aber ich weiß, was ich tun werde, wenn ich diesen schwierigen Miskel in die Finger kriege. Valerie, egal was er vorhat, wir sollten ihn auffallen. Jagd war erfolgreich, 5 Fraktionen. Lagertarnung erfolgreich, Kochen misslungen. Und Harim halt ganz fleißig. Fortfahren. Okay, da ist eine reife Schockechse. Amiri in der Nähe. Und die Zauber wurden noch nicht wieder aufgefüllt. Durch Bannen haben wir auch noch keine Aufladung. So, dann einmal hier defensiv. Und ja, wir wurden überrascht offensichtlich. Mal weg und wieder ran. Ja, Eras ist doch noch völlig stabil. Kriegt keine Rüstung. Oh. Na, okay. Was ist denn hier für ein Viech? Nicht untersucht. Schwierigkeitsgrad 13. Das ist eine Schockechse. Ist klar. Aber Werte. Rüstungsklasse 22. Nicht mehr defensiv kämpfen. Durch hier den Kampfrusch aktivieren. Und Harim. Auch das Chaos. Na gut, einfach mal versuchen. Und down. Okay. Ja, dann Loot einsammeln. Jetzt sehen wir es auch. Klasse 3. Ja. Sind ja immer noch auf 2. Kann ja nichts looten. So. Wieder zum Lager. Und jetzt sind wir ja gut erholt. Und ja, Harim könnte jetzt einmal furchtbar. Ja, Gold wert. Kann es sein. Ja.
Okay. Lass mal da. Und dann haben wir noch in diesem Gebiet diese Höhle. Und die werden wir dann beim nächsten Mal aufsuchen. Macht's gut, Leute. Bye, bye.